Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei der Dienstagspolitik mit der wundervollen Romy Höhne, die hier unten ist. Mit dem großartigen André Lampe, heute mal aus einer anderen Perspektive. Alles anders bei uns heute technisch. Mal wieder. Mal wieder, genau. Aber gepriesen sei der wundervolle Edelhack, der hier sich auch öfters mal im Chat rumtreibt. Ich habe einiges anders machen können für den heutigen Stream. Die Technik hat sich verbessert. Wir haben ein wenig Abstand genommen von Real Politics 2 und haben gedacht, wir gehen mal wieder zurück zu Democracy 4 Beta. Da hat sich einiges getan. Mittlerweile ist es auf Deutsch. Und sehr, sehr viele neue Politiken. Oder naja, was heißt sehr, sehr viele? Einige neue Politiken. Und die Länder sind auch anders aufgestellt. Ich habe heute Nachmittag schon reingeguckt. Tatsächlich ist, wie Deutschland mittlerweile aufgestellt ist, durchaus interessant und bemerkenswert, möchte ich sagen. Ich bin total gespannt. Also Cliff hat irgendwie bei Twitter das ja schon ganz schön angepriesen, was da jetzt alles in den neuen Updates enthalten ist. Und das hat mich schon so ein bisschen angetriggert und ich dachte so, komm. Und insofern habe ich mich diese Woche noch ein Stück weit mehr gefreut, dass wir letzte Woche die Entscheidung getroffen haben, Real Politics anders weiterzuspielen. Ja. Und ich wollte nur ganz kurz noch sagen, ich habe manchmal so ein bisschen Asynchronität, was Bild und Ton betrifft. Ah, ja. Nur, dass du dich nicht wunderst, dass ihr euch nicht wundert, wenn das zwischendurch mal so ein bisschen hakt. Dann habe ich irgendwas zu spät mitbekommen. Ich versuche Platz zu lassen. Das ist, es ist noch Luft nach oben für das Setup, was wir hier haben. Genau. Was hat Cliff alles geschrieben? Also Cliff Harris, der Entwickler von Democracy 4. Ich habe das nämlich nicht mitbekommen. Er hat schlussendlich unterschiedliche Politikinhalte, Politikfelder, die jetzt noch mit dazugekommen sind. Und ich möchte meinen Rechner nicht überfordern, indem ich jetzt meinen Browser öffne, aber du guckst, glaube ich, gerade. Ja, poste das mal gerade von Cliffskis Twitter-Account. Das ist der Entwickler, mit dem haben wir auch schon uns öfters ausgetauscht. Cooler Typ. Und wir haben ihm auch regelmäßig Bug-Reports geschickt. Und mit Democracy 3, ganz am Anfang haben wir ja quasi die Dienstagspolitik angefangen. Und es ist schön zurückzukommen. Wir haben auch noch einiges vor mit Democracy 4. Aber das werden wir noch nicht verraten. Wir haben den ein oder anderen Plan geschmiedet. Aber heute werden wir uns einfach mal hineinwerfen und gucken, was es denn für uns bereithält. Erstmal, wir haben neben den Ländern, die wir bereits kennen, neu Spanien damit bei. Spannend. Ja. Und Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, UK, das Vereinigte Königreich und die USA haben wir alle irgendwie in irgendeiner Form schon mal angespielt. Und was ich noch sagen wollte, bevor wir jetzt hier in Democracy 4 einsteigen. Was auch noch wichtig ist, Real Politics 2, wer das schön fand und dem gerne gefolgt ist, wir machen das weiter. Also ich habe schon angefangen, für YouTube quasi einfach mal Videos aufzunehmen. Und heute ist auch das erste rausgekommen, das tatsächlich, nur für YouTube gedacht ist, könnte man sagen. Das will ich auch mal gerade posten. Da würde ich mich freuen, weil das war halt irgendwie auch mal interessant. Ich habe noch nie einfach ein Game-Video für YouTube aufgenommen, einfach darüber gequatscht. Hier, guckt mal rein. Romy, dich werde ich halt irgendwann auch noch mal dazu holen. Wir müssen halt gucken. Ja, unbedingt. Es hat sich einiges getan. Ich habe einiges herausgefunden und es macht halt auch sehr Spaß auf eine ganz andere Art und Weise, wie es im Stream ist, sowas zu machen. Ich glaube, so eine lange Geschichte ist halt für YouTube tatsächlich irgendwie besser, weil ansonsten würden wir uns Wochen über Wochen aufhalten und im Stream ist es ja auch irgendwie spannend, neue Sachen auszuprobieren. Oder wir müssen ein zweites Mal streamen, aber ich weiß nicht, ob das in unseren Zeitplan passt.
Ja, und in denjenigen, und in denen die jetzt uns zugucken, ob die zweimal die Woche Lust auf 4 Stunden Politik haben. Ja, das stimmt natürlich auch. Man weiß es nicht. Einmal die Woche ist schön. Ja. Einmal die Woche ist schön. Und ich freue mich sehr, mit dir ab und zu mal die Videos für YouTube zusammen zu machen. Ja. Und ich gucke auch rein. Im Königreich Spanien fand die erste demokratische Wahl im Juni 1977 nach dem Tod von Francisco Franco 1975 statt. Er hatte Spanien seit 1939 als Diktatur regiert. 1978 wurde eine neue demokratische Konstitution verkündet und mit einer Volksabstimmung verabschiedet. Spanien wurde zu einer konstitutionellen parlamentarischen Monarchie mit König Juan Carlos I. als Staatsoberhaupt und allgemeinem Wahlrecht erklärt. Bevölkerung 2020 46.754.778 Menschen. Größe 505.000, fast 506.000 Quadratkilometer, 68% Katholiken, 2,6% andere Konfessionen, 28% Atheisten oder konfessionslos wahrscheinlich. Exporte, Maschinen, Kraftfahrzeuge, Lebensmittel, pharmazeutische Produkte, andere Konsumgüter. Weltweit führend im Gesundheitswesen, Organspende, dritthöchste Anzahl der UNESCO-Weltkulturdenkmale, Erzeugung und Export von erneuerbarer Energie. Okay, und an der Umfrage hat sich wenig getan, deswegen habe ich wenig Zurückhaltung auf Spielen zu klicken. Oh, für die Wissenschaft? Ja, Mensch. Das ist, habe ich nicht reinprogrammiert. Das wurde uns gerade zufällig zugelost. Ich glaube nicht an Zufälle. Nee, finde ich super. Gefällt mir. Ja, und dann Oppositionspartei, das Dominion. So, Umfrage ist abgeschlossen, 80%, also 4 Stimmen für Spanien. Oppositionspartei, Sozialistische Revolutionspartei und das Dominion. Hat jemand Wünsche, wie wir unsere, oder ich mache einfach mal hier, ich mache mal Freidenkende und Freiheit und Sozialistische Revolutionspartei. Aha. Die Namen spiegeln nicht zwangsläufig wider, wie diese Parteien agieren. So, für die Wissenschaft. Tja. Irgendwas Blaues? Dunkelblau? Ja, lass uns mal blau sein. Dann machen wir Freidenkende und Freiheit. Würde ich so ein bisschen gelber einstellen. Und die Sozialistische Revolutionspartei muss schon tiefrot sein. Ich hätte jetzt gesagt, nehmen wir mal sowas hier. Magenta. Weil dann kann ich auch sicher sein, dass Menschen, die eine Rot-Grün-Sehschwäche haben, unsere 3 Farben in diesem Spiel sehen können. Sehr gut. Ja. So, 3 Parteien. Was machen wir? Schwierigkeit nach oben? Ja, ne? Klar. Die Frage ist halt, wie hoch? Also wie 133%. Entspannend ist die Dienst- ist wieder die Frage, wie entspannend soll die Dienstagspolitik sein für uns? Ja, ich würde mal sagen, es gab ein neues Balancing. Lass uns mal ein bisschen Schwierigkeit nach oben drehen. Nicht einfach auf 100%. Würde ich vorschlagen. Gerne. Gut, dann bin ich jetzt mal Erhöhung der Bürokratie. Ach, das zweite konnte ich jetzt so schnell nicht lesen. Glückwunsch zu Ihrem Wahlsieg. Willkommen in Ihrer neuen Rolle als Premierministerin. Das Leben aller 46.754.000 Bürgerinnen und Bürger liegt jetzt in Ihren Händen.
Wie Sie sich sicher vorstellen können, warten verschiedene Situationen und Besorgnisse auf Sie, um die Sie sich schnellstens kümmern müssen, während Sie gleichzeitig darauf achten, die Lebensqualität Ihrer Bevölkerung langfristig zu verbessern. Vergessen Sie außerdem nicht, dass in 4 Jahren Wiederwahlen anstehen. Sie werden also die Meinungsumfragen und die Mitgliedschaften unserer Partei im Blick halten müssen. Viel Glück. Bei den kürzlichen Wahlen gewann Ihre Partei mit einer Mehrheit von 10%. Damit verfügen Sie über ausreichende politische Kraft, um Ihre politischen Inhalte einzuführen. Amtszeit antreten. Dann gucken wir uns mal an, was wir am Start haben hier in Spanien. Also ich sehe erstmal schon hier oben, also wie man sich, für alle, die neu sind hier, werde ich vielleicht einmal kurz Democracy 4 erklären. Es ist eine Politik-Simulation, die sehr, sehr aufwendig unter der Haube funktioniert. Sie versucht, einen Staat zu simulieren mit verschiedenen Politiken. Das, was Politiken sind, ist weiß, sind die weißen Kreise. Die Indikatoren aus Rot und Grün drumherum, da kommen wir später zu. Das Blaue sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können. GDP ist zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt. Hier, und dann kommen wir... Oh shit. Da kann man solche Übersichten machen. Oder hier haben wir die Arbeitslosigkeit. Die wird von diesen Faktoren hier auf der linken Seite beeinflusst und hat dann die Auswirkungen auf der rechten Seite. So kann man sich einen Überblick verschaffen. Das, was aber, glaube ich, vor allem einen Impact macht, sind die roten Ereignisse, die wir hier sehen. Es gibt auch grüne, aber Frankreich hat zurzeit keine. Grüne wären Vorteile, rote sind Probleme. Und etwas, was uns schon immer begleitet hat in Democracy 4, ist ein Eisenbahnstreik. Den hatten wir immer mit zu tun. Und hier in Spanien haben wir es anscheinend wieder. Also wir haben einen Eisenbahnstreik. Wir müssen versuchen, diesen Wert hier unter den Stoppauslöser zu bekommen. Dann hört der hier auf und wird das hier, die negativen Auswirkungen, dass wir ein Umfragetief bei Pendlerinnen haben und einen kleinen Abzug von 2,6% auf unser Bruttoinlandsprodukt, dass das aufhört durch diese Problematik. Da haben wir noch mehr. Wir haben Alkoholmissbrauch. Wir haben organisiertes Verbrechen. Wir haben Internetkriminalität. Wir haben Ghettos. Wir haben Atemwegserkrankungen. Wir haben überfüllte Krankenhäuser. Wir haben nicht konkurrenzfähige Wirtschaft. Wir haben eine Unternehmensflucht und das war's. Und ansonsten kann man hier auch noch sehen, wie verschiedene Politiken worauf Einfluss positiv und negativ haben. Hier haben wir zum Beispiel die Lohnsteuer. Hier haben wir unsere Wählergruppen nach Aufschlüsselung. Dieses Spiel ist durchaus komplex, aber es macht unglaublich Spaß, sich dort hineinzudenken und an den verschiedenen Schiebereglern zu spielen. Also ganz kurze Einführung für die, die es noch nicht kennen. Wir machen heute mal Spanien auf ein bisschen schwieriger. Tja. Womit sollen wir anfangen, Romy? Gucken wir auf die Graphen, was unsere finanzielle Situation angeht. Die Finanzen würde ich ehrlich gesagt gerne noch wissen wollen. Ich habe mir jetzt Ich habe mir übrigens ein digitales Notizbuch jetzt aufgemacht für Democracy 4, weil es einfach so viele strategische Sachen gibt, die wir irgendwie immer besprechen müssen, dass ich noch ganz viele Zettel von Democracy 3 und 4 hier gefunden habe. Und ich mache das jetzt mal digital. Ja. Horst, die fragt, wie lange die Amtszeit ist? 4 Jahre. Die Weltwirtschaft ist im Keller und scheint gerade auf dem Aufwärtstrend. Wir haben eine relativ hohe Staatsschuld. Staatsanleihen ist der zweite Punkt unserer Einnahmen. Ausgaben, Schuldenzinsen sind der vierte Punkt bei den Ausgaben.
Eieiei. Ja, wir haben im Moment ein Defizit von 16 Milliarden Euro pro Quartal. Und Einkommen 60, Ausgaben 77. Also, ja. Also fast 17 Defizit. Das, wie sieht denn unsere, könntest du unsere Einnahmeseite nochmal zeigen? Na klar. Das wäre total großartig. Es gibt keine, es gibt eine Einkommenssteuer und eine Umsatzsteuer. Was es nicht gibt, ist irgendeine Form von Vermögen, oder? Immobilien, sowas? Nee. Eigentumssteuer, Immobilien. Ah, ja. Kapitalgewinnsteuer, Erbschaftssteuer, aber es gibt keine Vermögenssteuer in dem Sinne. Sie haben eine CO2-Steuer, Kohlenstoffsteuer, aber wahrscheinlich sehr, sehr niedrig. Es gibt eine Junkfood-Steuer. Das finde ich gut. Es gibt Staatswohnungen, die Einnahmen generieren. Okay. Mautstraßen, Plastiktütensteuer. Also da wir sowohl, also bevor ich mit meiner Analyse wieder reingrätsche, worüber denkst du gerade nach? Lass uns an deinen Gedanken teilhaben, wenn du jetzt erstmal die Einnahmenseite, oder sammelst du zunächst? Tatsächlich sammle ich gerade noch so ein bisschen in meinem Kopf. Auf der einen Seite das, was wir an Ausgaben haben, da war ich gerade so am Überlegen, was man dort nochmal anpassen könnte. Aber natürlich auch die Einkommenssituation ist halt wichtig. Weil egal, welche Politikinhalte wir umsetzen, sie werden alle Geld kosten. Und insofern bin ich auch ein bisschen gespannt, weil, glaube ich, auch Cliff, also der Entwickler, irgendwann vor einigen Wochen angekündigt hat, dass sie einen Mechanismus einbauen wollen, wenn sich zwei Politikinhalte widersprechen. Also wenn man irgendwas schon eingeführt hat und dann führt man was Neues ein, was das andere ad absurdum führt, dass es dann eine Meldung gibt. Und ich bin echt gespannt, ob das kommt, weil so eine der Erfahrungen der letzten Runden Democracy 4 ist halt, man muss halt eigentlich ständig immer wieder jeden Politikinhalt neu anpassen. Das kann sich halt auch, manche Sachen haben wir halt laufen lassen und andere Sachen musst du gefühlt alle 3 Stunden anpassen und wieder so ein bisschen feinjustieren. Insofern bin ich auch sehr gespannt, wie sich diese Kollision von Politikinhalten auswirkt, weil ich hoffe, dass das dieses Feintuning auch so ein bisschen verringert. Mhm. Mal gucken. Ja, also es ist tatsächlich erstmal so ein grober Blick auf die Einnahmen und Ausgaben, weil das, was ich halt bei Democracy, ich finde, das sollten wir auch sagen, bevor wir so richtig ins Spiel reinsteigen, Democracy simuliert einen Staat ein bisschen wie so ein Unternehmen, das man führt. Es gibt halt diesen ganz essentiellen Teil, der eine Demokratie ausmacht, der nicht wirklich vorkommt. Klar müssen wir irgendwie gucken, dass wir Politikinhalte machen, die bestimmten Zielgruppen gerecht werden und die gut finden. Und jeder Mensch gehört nicht nur zu einer Zielgruppe, sondern das können auch mehrere sein, logischerweise, in den unterschiedlichen Rollen. Aber dieser ganze Aushandlungsprozess, der wird nicht so richtig dargestellt. Da hilft das Politikkapital, was wir ja auch noch haben, was wir dann auch noch bekommen werden, schon. Aber es fühlt sich trotzdem ein bisschen an, als würde man ein Unternehmen steuern. Und ich finde da schlägt mein Politikwissenschaftlerherz oder Politikbildnerinnenherz so ein bisschen höher, weil das eigentlich das Spannende daran ist, was halt fehlt. Aber dafür reden wir ja. Also wir machen das sozusagen wett, indem wir drüber reden und im Chat drüber diskutieren. Ja, genau. Horst hat direkt einen Vorschlag, den ich nicht schlecht finde, aber das eine ist leider nur schwer umsetzbar, glaube ich. Steuer auf Alkohol und Schlagermusik würde ich vorschlagen. Hat was. Das also wird das auf jeden Fall, wenn es richtig gemodelt ist, wird es halt einen Impact auf den Tourismus haben, aber...
Ich weiß, was du meinst. Lass uns mal auf die Probleme gehen. Ja. So, wir wissen jetzt ungefähr, wie die Einnahmen- und Ausgabensituation ist. Und vielleicht fangen wir mit einem der Probleme an, wo wir vielleicht noch ein anderes mittangieren. Keine Ahnung, Asthma-Problematik macht sich ja mit Umwelt immer ganz gut. Und genau, Umwelt haben wir zurzeit nicht das Problem, aber das wird kommen. Schätze ich mal. Ja. Würde ich einfach sagen. Also, mein Vorschlag wäre gewesen, dass Defizit ist halt schlecht bei den, weil die Diskrepanz ist schon krass zwischen Einkommen und Ausgaben. Weil diese Beträge sind relativ klein, also das ist halt schon, naja, 16 ist ein großer Prozentzahl, das Defizit ist ein großer Prozentsatz des Einkommens. Deswegen hätte ich gesagt, lass uns mal die Tabak- und Alkoholsteuer hochsetzen. Weil wir haben ein Problem mit Asthma-Epidemie und mit Alkoholkonsum. Lass uns mal generell in die Steuern reingucken. Also grundsätzlich, ja. Tabaksteuer auf jeden Fall, das hilft immer. Ja. Was war die andere Steuer? Gucken wir mal. Alkoholsteuer. Genau. Ja. Hätte ich vorgeschlagen. Ja. Also. Okay, aber. Ja, ich fasse noch nichts an. Nee, ich wollte nur wissen, wie hoch wir die Tabaksteuer setzen. Weil du hattest die gerade. Ja, ich hätte jetzt vorgeschlagen, also es ist relativ teuer vom politischen Kapital her, die Tabaksteuer hochzusetzen. Deswegen würde ich von 11%, wo wir 425 Millionen Euro einnehmen, sie an diese Grenze zu setzen auf 19%, wo wir 681 Millionen Einnahmen machen. Das ist nicht sehr viel. Das sind 240 Millionen oder 235 Millionen mehr. Aber es macht direkt einen Hit auf minus 7% Tabakkonsum. Ja, wir nehmen Geld ein und wir tun etwas gegen die Atemwegserkrankung. Und auch da haben wir vom Prinzip noch Luft nach oben, falls wir das aus irgendwelchen Gründen noch wollen sollten. Irgendwann. Richtig. Okay, dann nehmen wir das für 8 politisches Kapital an. In der Mitte ist unser politisches Kapital, was wir pro Quartal zur Verfügung haben. Das soll so ein bisschen repräsentieren, wie viel Aushandlungsprozesse wir machen können. Und Tabaksteuer anheben, da müssen wir fast die Hälfte unseres Kapitals für ausgeben, damit wir das machen können. Und dann hätte ich jetzt auf Alkohol geguckt. Da kostet es nur 3, sie ein klein wenig anzuheben oder 5, sie massiv anzuheben. Also 285 Millionen Einnahmen und ja, fast verdoppeln, nicht ganz verdoppeln, für 5 politisches Kapital. Ja, das klingt super. Okay. Dann haben wir noch 4. Und jetzt sieht man auch, je mehr politisches Kapital wir ausgeben, dass immer mehr Kreise um diese verschiedenen Politiken roter werden. Und überall, wo es nur noch rot ist, haben wir kein politisches Kapital, um in irgendeiner Form etwas dran zu drehen. Da, wo es grün ist, haben wir Potenzial noch zu drehen. So muss man das verstehen. Ja. Ich würde die 4 gerne aufheben für die nächste Runde, damit wir da vielleicht auch nochmal was Größeres machen können. Okay. Aber ich weiß nicht, ob du schon was im Auge hattest, was du noch gern machen wollen würdest. Ja, eigentlich schon. Na dann. Erzähl. Weil wir auch so ein bisschen, da würden wir jetzt wieder quasi ein bisschen Geld ausgeben, aber ich glaube, es ist gut investiert, weil wir auch so ein bisschen hier organisiertes Verbrechen haben. Hier habe ich gesehen, dass es schon ein Zeugenschutzprogramm gibt. Und da würde ich vielleicht mal reingucken und das
hochdrehen. Hm? Es kostet relativ wenig. Weißt du noch, was dieses... Ja? Weißt du noch, was dieses Community Policing uns gekostet hat? Das war doch auch nicht so viel, oder? In den letzten Runden. Können wir mal bei den neuen Gesetzen gucken? Recht und Ordnung. Hier gibt es sehr, sehr viele Sachen. Wow. Mittlerweile. Ich glaube, das gibt es auch schon. Da. Kommunale Kriminalprävention heißt es auf Deutsch übersetzt. Zusammenarbeit mit den Gemeinden statt Kontrolle. Kommunale Kriminalprävention soll der Polizei helfen, die Bedürfnisse der lokalen Gemeinden besser zu verstehen. Vor allem dort, wo viele ethnische Minderheiten leben. KritikerInnen sehen darin eine kostspielige Geldverschwendung und sprechen sich dafür aus, die Gelder für direktere Wege der Kriminalitätsbekämpfung auszugeben. Das sehe ich überhaupt nicht so. Weil das kostet uns auch wenig Geld. Und hier könnten wir auch genauso reingehen mit... was kostet uns das? Es kostet uns gar kein Erhöhen, kostet uns gar kein politisches Kapital. Ach, super. Ja, da würde ich tatsächlich mal... Also, wo sind wir? 242. 100 Millionen obendrauf. Ja, da haben wir halt auch direkt aus... Ja. Ja. Okay. Und Zeugenschutzprogramm würde ich voll hochdrehen für 50 Millionen. Okay. Dann haben wir noch drei. Das wäre so, was ich halt gesehen habe, was halt auch auf dieser Seite eventuell gut funktioniert. Das hatte ich so im Kopf, aber dann können wir die drei jetzt rübernehmen und schauen, ob wir große Sachen machen. Das ist total gut. Und das Schöne ist, wir haben trotz dessen, dass wir jetzt gerade nochmal Geld in die Hand genommen haben, irgendwie knappe 280 Millionen oder so eingespart für die nächste Runde. Das ist doch auch schön. Ja. Genau, beziehungsweise mehr Einnahmen generiert. Hoffentlich. Ja. Okay, dann nächste Runde. Nächstes Quartal.